Strauss oder Nita Strauss, wie der Deutsche sagen würde, hat ein Lied aufgenommen zusammen mit Alicia White Glass von Arch Enemy. Das Lied nennt sich The Wolf You Feed. Und hören wir jetzt gleich mal rein. Ich bin gespannt. Nita Strauss ist ja eine unglaublich talentierte Gitarristin. Hat auch schon für die Iron Maidens, also die weibliche Iron Maiden Coverband, und für Alice Cooper unter anderem gespielt. Aber was da genau, wo sie genau gespielt hat, hören wir gleich mal rein. Und Alicia White Glass kennt man, ist halt von Arch Enemy. Ja, ich würde sagen, hören wir mal rein. Wer das Lied ohne mein Gelaber zwischendurch hören will, Entschuldigung, denn ich drücke ab und zu mal auf Pause. Link ist unten in der Infobox drin. Das ist doch mal so ein typischer Liedanfang von Arch Enemy. Das war ein typischer Anfang, wollte ich sagen, nicht Liedanfang. Das ist ein typischer Anfang auch von einem stinknormalen Arch Enemy Song. Nita Strauss ist ja eigentlich ein bisschen, macht alles Mögliche. Hört euch mal das Album von ihr an, gibt's auf Spotify. Spielt sich alles Mögliche an Metal und Rock Sachen. Ich lasse Bulla jetzt noch ein bisschen wieder vor, damit wir noch was den Anfang hören können. Aber ich so geil fand, da müssen wir noch mal reinhören. Sehr geil. Sprechen wir auch ein bisschen nicht nur halt, wie gesagt, über die Musik, sondern auch über das Video. Die Mädels machen schon was aus sich her. Zuerst halt ganz normal ihr Metal-Outfit, dann halt ganz in weiß als Braut, Bräute, Bräutepaar, also zwei Bräute. Und jetzt halt dieses Metal, diese Metal-Schminke, so ein bisschen auf Hexe gemacht, auch sehr geil. Und halt der Schlagzeuger. Ja, da ist nämlich nur ein Schlagzeuger dabei. Die restlichen Instrumente spielt Nita selber. Also Nita Strauss spielt Gitarre und Bass und sollte mal andere Instrumente zu hören sein. Das sind andere. Und Gesang macht sie halt auch nicht. Aber hören wir jetzt nochmal weiter rein. Ein bisschen so im Flow der Musik bleiben. Also, von Alisa ist man ja gewohnt, dass sie gut singen kann, aber dieser Part zwischen hier dem Klagesang eben und dem und dann dem Geschrei wieder, das ist einfach nur geil, dass so ein Persönchen, also so ein, dann die so schreit, dann aber auch diese glasklare Stimme hervorbringt. Ah, das ist erstens wahrscheinlich ein übles Training für die Stimme und es ist geil. We'll be right back.
Also ich muss ja echt erneut auf Pause drücken, weil ich muss sagen, ich bin so begeistert von dem Lied. Wie gesagt, ich weiß, euch nervt das bestimmt, dass ich jetzt die ganze Zeit zwischendrin. Link ist unten in der Beschreibung drin, weil das Lied hat echt einen guten Flow. Aber das auch nochmal, übrigens jetzt hier der junge Mann am Schlagzeug zu sehen. Sollte man ja nicht vorenthalten. Ich weiß gerade akut nicht, wer es ist. Lässt sich rausfinden. So, aber jetzt nochmal hier, ich finde das Zusammenspiel der beiden geil. Das könnte auch so einfach auf einem Arch Enemy Album drauf sein. Wobei tendenziell, ich finde den Gesang für ein Arch Enemy Album an sich ein bisschen ruhig. Aber vielleicht kenne ich auch nur die ganz harten Sachen von Arch Enemy. Ich weiß es ja nicht. Entschuldigung, na, ich habe mich ein bisschen erkältet. Er hört ja auch die. Das ist ein unglaublich geiles Solo gewesen. Also ich finde, die Dame ist halt. Man kann ja sagen, ja, gut, so Soli spielen viele, aber hört euch wirklich mal das Album von ihr an, wo sie halt. Das ist ein reines Instrumentalalbum, ultra gut. Ja, ein extrem geiles Lied, meiner Meinung nach. The Wolf You Feed. Nita Strauss und Alicia Gass. Alicia White Gass. Glass. Von Arch Enemy auf jeden Fall. Ja, gefällt mir, muss ich sagen. Ich find's gut. Schaut euch auch einfach mal hier die Metal Archives Seite von der guten Nita Strauss an. Hat ihre Bands aktuell sind also mit Nita Strauss ist unterwegs, dann spielt sie noch bei den Starbreakers und Restart Wars. Sagt mir jetzt nichts, aber sie war bei Alice Cooper 8 Jahre lang die Gitarristin. Dann war sie bei Consume the Fire, war bei Femme Fatale, war bei also ist bei oder war bei Jameson und war bei The Iron Maidens. Da war sie ja eine der Gründerinnen, soweit ich mich erinnern kann. Und live ist sie noch für As Blood Runs Black, also war sie unterwegs. Bei Demi Lovato war sie unterwegs. Und bei Jermaine Jackson war sie unterwegs. Ja, wie fandet ihr es? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Was haltet ihr auch von wenn Gitarristen mit Bands was machen? So alle Santana, in dem Fall hier auch Nita Strauss oder halt auch andere. Slash hat ja auch schon mit anderen Musikern zusammen macht. Was haltet ihr davon? Schreibt mir das mal in die Kommentare, fände ich sehr cool. Und ansonsten würde ich sagen, habt einen schönen Tag, habt einen geilen Tag. Metal ist geil und Krieg ist scheiße.